Ah, der war knapp. Ja, keine Ahnung. Na komm, machen wir mal ein bisschen Stress. Boah, ich kenne mich mit diesen ganzen Specials überhaupt nicht aus. So, die retten sich da gerade wieder. Hör doch hier was. Da. Uff. So, jetzt kommt ihr hier hoch und dann kriegt ihr von mir direkt einen auf die Beule. So. Dich hole ich gleich. Das erste Mal, dass das mit der Taschenlampe geklappt hat, war. Und die versucht ja immer zu dingsen, ne? Was? Voll getroffen. Die war doch schon angehatet. Die olle Bratze. Du gehst jetzt auch mal hier hängen. Das ist nämlich auf den Sack. Oh. Schön Schinken machen hier. Na, ihr heilt euch gegenseitig, okay. Ihr spielt bestimmt im Team. Deshalb lasst ihr euch nicht im Stich. Ich bekämpfe die jetzt ein bisschen, weil die gehen mir ganz schön auf den Sack, die Eule. So. Sender, hast du gedacht, ich sehe dich nicht. Weiß ich immer so, dass der Killer danach immer erstmal schön seinen Hammer schwingen muss. Ist ja klar, ne? Ist hier abgehauen. Lecker, lecker Schinken. Ich kenne diese Karte gar nicht.
verbrauchen irgendwie viel zu viel Zeit, sich selbst in den Arsch zu kriechen. Dann passiert sowas hier. Meine Güte, ey. Denk doch mal ein bisschen nach, du. Wirklich. So, wo ist dein Kumpel? Hier im Schrank oder was? Nee. Wo ist dein Kumpel? Na komm. Ja, wollen wir mal gucken, was man mit dem Hinterwäldler hier noch so freischalten kann. Ja, war jetzt aber... Das hätte ich... Ich hätte mich ja nicht so schnell geopfert, wenn die Luke noch nicht auf ist. Ja, vielleicht hat er die Luke schon gefunden und einen Schlüssel oder so. Ich glaube, dann öffnet die sich ja früher, ne? Ja, aber dafür muss er ja auf jeden Fall noch einen Generator machen. Und ich weiß, wo die Luke ist. Ne, die Luke ist schon auf. Aha. So. Wir werden jetzt hier nicht campen, weil ich weiß nicht, ob er schon weiß, wo die ist. Ja, der sucht auf jeden Fall die Luke. Sonst wird er hier noch einen Generator machen. Der hat auf jeden Fall irgendwie einen Schlüssel scheinbar. Gut, wusste halt auch, wo die ist. Nicht schlimm. Mann, keine schlechte Runde. Ah, früher war das nur, wenn nur noch zwei Generatoren übrig sind. Aber es ist schon was länger her, wie gesagt, dass ich das Spiel gespielt habe. Können wir auf jeden Fall mal hier durch das Blutnetz wursteln. Haben wir schon wieder ein paar Punkte. Ach so, okay. Was haben wir denn hier? Oh, danke, danke. Wer ist das denn gewesen? Doch, doch.
So. Dann können wir ja mal eben ausstatten. Ich kenne mich damit echt nicht aus, ne? So. Das finde ich immer nicht schlecht, wenn man die, diese, den Pörscher finde ich immer nicht schlecht, wenn man, ja, die auch mal liegen lässt, ne? So. Man nimmt die ja nicht immer direkt mit. Manchmal, lässt man die auch noch mal ein bisschen vorher abhängen. Des guten Geschmacks wegen. So, was haben wir denn hier noch? Dann werden die angezeigt, wie die dauern, sehen wir die Ausgangszeit. Das ist so. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen in die Richtung, aber irgendwie nie so richtig genutzt. Und Kellerhaken ist tatsächlich selten. Irgendwelche Vorschläge? Ja, wäre cool, wenn ich jetzt hier noch, ich muss noch mal zwei Level weitermachen, ja, dann würde ich den hier direkt dazu nehmen noch. Ich mag den Pörscher, weil wegen, der Überlebende sehen, wenn man sie hingelegt hat, ne? Meinst du? Ja, ah, okay. Eigentlich auch mal was draufladen, ne? Geflüster. Das hatte ich schon mal, das ist nicht schlecht, ne? Also. Das ist wahrscheinlich besser als die Krähen, ne? Ne, ich tausche den mal hier. So. Machen wir so und dann machen wir. Ach. So. Dann warte ich noch zwei Level und dann kriege ich ja eh den dritten Perk-Slot und dann kann ich mir da irgendwas Korrektes, kann ich mir ja irgendwas Korrektes noch einbauen. So. Das ist ja etwas, was ich ganz gut kann. Dann mache ich jetzt einfach mal, weil ich es sonst nie mache, haue ich mal ein paar Add-ons rein hier. Verrostete Kette. Ja, das stimmt. Das merkst du so in der Runde kaum. Und dafür musst du halt auch. Die Add-ons sind, glaube ich, weg nach einer Runde, ne? Oder wenn man die Runde gewonnen hat, sind die noch da? Oder wie war das? Weiß es gerade nicht. Na komm, dann gehen wir jetzt noch.